Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Your Setup, wo ich eure Klassen in verschiedenen Multiplayer-Spielen spiele. Es ist ziemlich lange her, aber ich mache weiter. Hey, wer hätte gedacht? Unsere erste Klasse kommt von der unechte Schwarze. Ich verweigere, irgendwas zu diesem Namen zu sagen. Wenn er meint, er will so nach heißen, will er so heißen. Ich darf nur mit dem Messer und dem Revolver, also dem Executioner, spielen. Die Perks sind kaltblütig, pipapo, kaltblütig, der Rest ist egal, Hauptsache es sind nur drei Perks. Dann habe ich noch eine Claymore und eine Rauchgranate und ich darf immer nur zwei Messerkills machen. Team Deathmatch. Und dann da muss ich einmal schießen, also zwei Messerkills und dann einen mit dem Revolver. Wird, glaube ich, ziemlich kacke, weil der Revolver ist der größte Scheiß auf Erden und das Messern ist auch nicht sehr viel einfacher hier. Ja, hab ich mir gedacht. Das wird schon mal sehr lustig. Und ich muss mich eben gerade mal bei Steam irgendwie... So, ich mach Steam einfach aus, ist glaube ich am einfachsten. Oh Gott, kein Plan, wie ich das hinkriegen soll. Ja, ich glaube, ich werde es gar nicht hinkriegen, ganz ehrlich. Ach du Scheiße. Ja, das Messern ist zum Kotzen, das wissen ja glaube ich die meisten von euch. Und ich muss auch noch Ligaspiele spielen, weil ich kein Kaltblütig und keine Claymore in meiner normalen öffentlichen Ding hab. Ha! Wir gewinnen diesen Kampf. Erster Kill. Okay. Ich weiß allerdings nicht, ob das in einem Leben zählt oder ob das... Ich würde sagen, es gilt allgemein. Also wenn ich jetzt meinetwegen ihn hier kriege und jetzt sterbe, muss ich trotzdem den nächsten Kill mit dem Revolver machen. Apropos Revolver. So, jetzt ist der Revolver dran. Mal gucken, ob das was wird. Ich bin fast versucht, so ein bisschen zu campen, damit ich hier überhaupt irgendwie irgendwas reiße. Aber, na komm. Drohne nähert sich. Campen lutscht. Das Schlimme ist, nach meinen Erfahrungen benutzen die meisten in Ligaspielen... Oh, da sind zwei. Oh Gott, da sind zwei. Aber die sind zu nah dran. Ah, da steht auch einer. Nein! Was mache ich denn jetzt? Oh, wartet, wartet, da kommt einer, oder? Nein! Fuck! Das Schlimme ist, der Revolver ist auch das größte Scheißding auf Erden. Ich werde damit, glaube ich, kein Killing hinbekommen. Das Ding ist so schlecht, weil ihr müsst wissen, es ist kein Revolver, für die, die es nicht wissen, aber eigentlich die meisten wissen es, glaube ich. Es ist kein Revolver, der normale Kugeln verschießt, sondern der verschießt Shotgun-Kugeln. Also man muss echt wirklich nach... Es ist quasi... Hallo? Hallo? Von wo? Was? Was? Ja, die verschießt, das ist eigentlich eine kleine Shotgun. Aber halt in extrem schlecht, wie man gerade gesehen hat. Kein Plan, warum der nicht gestorben ist. Ich hatte irgendwie locker 3 bis 4 Hitmarker. Und er hat auch nur 5 Kugeln. Ich habe noch nie einen Revolver mit nur 5 Kugeln gesehen, also mit 5 Fächern. Normalerweise ist ja eigentlich, ich glaube, 7 oder 6. Eigentlich Standard. So, jetzt habe ich einen mit dem Revolver und jetzt kommt wieder das Messer. Das Witzige ist, dass ich, glaube ich, mit dem Messer höhere Chancen habe. Ich bin mit dem Messer irgendwie echt besser dran als mit dem Revolver. Oh, wartet, wartet. Ha, ja! Oh, fuck. Er hat jetzt nichts dazu gesagt, wie ich die Claymore benutzen darf. Aber ich würde sagen, ich benutze die einfach mal. Einfach nur aus Jux und Dollerei. Nein, nein! Ah, fuck. Der Revolver ist so schlecht. Warum ist der Revolver so schlecht? Oh, Mann. So. Okay, wartet, ich lade den kurz nach. Warum, weiß ich nicht, aber ich tue es. Nein! Das hat mir nichts gebracht! Wieso habe ich ihn nachgeladen? Nein! Okay, wo sind sie? Die sind doch bestimmt alle hier hinten irgendwie. Da hockt doch mindestens immer einer. Ne, wartet mal. Oh, da ist einer. Den kriege ich, den kriege ich. Nein, er will reinklettern. Nein! Warum klaust du meinen Kill? Ich muss mich an die Leute ranschleichen. Nein! Verbündete Konterdrohne nähert sich. Wartet, ich hab einen Plan. Okay. Ah! Da! Wo ist er? Ha! Nein! 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 Warum? Okay, aber ich glaube, einen mit dem Messer brauche ich noch, ne? Wartet mal. Messer, Messer, Ding. Ja. Nee. Nee, doch, ja, doch, ist richtig, ja, ja. Einen mit dem Messer brauche ich noch. Oh Gott!
Scheiße! Ah! Wo ist er hin? Wo ist er denn hin? Nein! Nein! Du mit deinem komischen Tittenbild da! Wie alt bist du? Wer hat denn bitte Brüste als Gamertag, als Profilbild? Wer macht sowas? Oh, da ist er. Ich krieg ihn. Na komm. Oh fuck, er läuft so weit weg. Warte mal, ich werfe eine Rauchgranate, vielleicht verwirrt ihn das. Das verwirrt ihn bestimmt, er geht ein bisschen zurück. Oder er rennt ab. Ha! Okay. Wo ist eigentlich mein Stink? Oh, guck mal, da ist ein kleines Stinktier drauf. Habt ihr das schon gesehen? Oh fuck, die kommen bestimmt da hinten alle, wa? Hua! Nein! Nein! Oh, ich dachte, ich hab ihn. War aber nur ein Assist. Och, Menno. Okay, das läuft witzigerweise besser, als ich erwartet hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das wundert mich ungelogen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es... Ich meine, ich bin verdammt schlecht. Aber ich bin nicht so schlecht, wie ich dachte. Oh, fuck, du mit deinem dämlichen MG. Mit deiner gekauften Camo, Alter. Obwohl ich sagen muss, ich finde die gekauften Camos echt cool. Viel zu teuer, aber sehen cool aus. So viel muss man schon sagen. Oh, oh. Na komm. Ha! Okay. Ich mach das. Ich bin der Mann. I am the man. Iron Man. Oh, er sieht mich nicht. Und zack! In den Nacken. Ha! Oh, da kommt einer. Ich hab einen Plan. Ich hab noch nie Rauchgranaten benutzt, müsst ihr wissen. Der hat mich gar nicht gesehen. Na! Oh, shit. Ah, nein! Fuck! Was hatte der? Ah, eine Shotgun. Na, natürlich. Fuck. Ich hab den schon tot gesehen, ganz ehrlich. Ich dachte, bam, ich krieg ihn, aber... Ah. Fuck. Warum gibst du mir eigentlich eine Rauchgranate? Warum nicht eine Stun? Oder eine Schockladung, das wäre noch cooler. Ich mach das sneaky, Alter. Ich krieg das hin. Wartet. Ah! Oh nein, da stand er. Ah, ich wollte doch da nur rein. 10 zu 14. Für die Sache. Wow. Wow. Aber ich muss sagen, es war eigentlich eine ganz coole Klasse, ganz ehrlich. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ey, also schlecht war das nicht, muss man sagen. Ich fand's witzig. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat der Auftakt von Let's Play Your Setup gefallen. Und vergesst nicht, eine neue Klasse hier unten in die Kommentare zu schreiben. Und gegebenenfalls die Klasse, die euch am liebsten gefällt, entweder einen Daumen hoch zu geben auf den Kommentar. Oder halt, wenn euch keine der Klassen zusagt, selber einen Kommentar schreiben. Ich nehme dann entweder den bestbewertetsten Kommentar oder ich suche mir selber eine aus. Je nachdem. Also bis dann und haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.